Und reisen jetzt mal weiter zur ehrenen Esse. Wenn man es wirklich sich so ansieht, gerade wenn man jetzt mal sich Graven Ash zum Beispiel ansieht. Er war ein großer General, der sich Kyros entgegengestellt hat und nur wegen seiner Männer, seiner Soldaten, klein beigegeben hat, weil er sie nicht opfern wollte. Von dem Blickwinkel aus hat sich Graven Ash auch kaum verändert. Man kann ihm nicht wirklich vorwerfen, dass er jetzt ein Böser ist. Dass er wirklich zu den Bösen gehört. Er hatte halt einfach keine Wahl. Wenn man aber Kyros von der ganzen Seite aus betrachtet, ist es hauptsächlich Dunkelheit. Solche Leute wie Graven Ash zum Beispiel sind da nur kleine Hoffnungsschimmer, kleine Lichtschimmer. Ähnlich wie jetzt Thunon zum Beispiel. Thunon ist ja wirklich ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist Thunon wirklich darum bemüht, die Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten, auch wenn es Kyros-Gerechtigkeit ist. Aber er duldet zum Beispiel nicht den ganzen Wahn, den der Scharlachrote Chor anrichtet. So, wir möchten gerne handeln. Oh, ich habe hier noch die Sigille des langen Arms. Lass mich mal ganz kurz gucken. Kann ich die schon? Nein. Sigille des langen Arms. Sigille des langen Arms 2. Ah. Und wir haben noch ein Sendschreiben gekriegt. Neue Nachricht, du hast ein Sendschreiben von Schicksalsbinderin Mythios erhalten. Also zuerst hat mir Rogalus geschrieben und jetzt antwortet mir... Hä? Achso, dieses Sendschreiben ist archiviert. Ne, das hier ist von Rogalus. Das hier ist... Nehmen wir erstmal das hier. Werte Benway, deine Zusammenfassung der Ereignisse ist höchst faszinierend. Ich danke dir dafür. Du bist gewiss nicht der erste Schicksalsbinder, der ein Edikt verkündet hat. Viele von uns wurden schon eingesetzt, um das Wirken der Magie des Umbären zu vervollständigen. Und du bist nicht der erste Schicksalsbinder, der ein Edikt gebrochen hat. Wenngleich diese Liste sehr viel exklusiver ist und nur wenige Namen enthält. Was aber so seltsam ist, nirgendwo in der Geschichtsschreibung gibt es Hinweise darauf, dass jemals jemand dasselbe Edikt verkündet und gebrochen hat. In dieser Hinsicht bist du eine Anomalie. Die schlechte Kunde ist, die Archonten wissen das und sie werden dieser Tatsache äußerst misstrauisch gegenüberstehen. Ich übersende dir mit diesem Pergament die Adresse der ehrenwerten Schicksalsbinderin Myotis. Einer alten Kollege, wo niemand im gesamten Gericht weiß so viel über Dinge, die Thunon uns nicht lehrt. Behandle sie mit Respekt, dann wird sie dein Anliegen mit Diskretion und Güte anhören. Vielen Glück, Brenomir. Mir schwant, dass diese Dinge für dich nur noch seltsamer werden. Schicksalsbinder Rogalus. Höfliche Eröffnung. Die Vorstellung Zahlung senden. Na, dafür brauchen wir erstmal mehr Ringe. Zeig mir deine Waren. So, dann hätte ich gerne mal meine Truhe. Ein eisernes Großschwert kann weg. Wo ist eigentlich Lyras zweite Waffe? Oder ist das hier? Nein, das ist sie nicht.
Habe ich die jetzt, habe ich die etwa auch verkauft? Die Klinge des Ruins, die könnte ich mal aufheben und verbessern, theoretisch. Was ich zum Beispiel nicht brauche, ist ein ungebrochenes Schild, weil da hat Beric ja schon ein besseres. Und das bronzene Turmschild hier kann auch weg. Ich könnte mal... Achso, ich habe ja jetzt das lilane Schild sogar. Dann die ganze Großäxte aus dem unbeugsamen Land, die brauchen wir auch nicht. Die Bronze-Axt auch nicht unbedingt. Grünen Jagdbogen. Das will ich mal behalten. Gefahr im Verzug. Wäre eigentlich fast was für Lyra, oder? Du bist ein Dolch, oder? Ja. Oh, das ist das Eisenverlierte. Das wollte ich nicht. Ich wollte den hier. Rotfluss, mehr Schaden, mehr Genauigkeit und geringere Erholung. Ich könnte wirklich bei ihr mal Einhandwaffen ein bisschen verbessern. Machen wir es mal so und lassen das bei ihr. Eine eiserne Großaxt brauchen wir nicht. Die bronzenen Kriegsmorgensterne brauchen wir auch nicht so unbedingt. Ruhm behalte ich mal. Habe ich dir nicht schon ein Bronzeschwert aus Adant gegeben? Stimmt eigentlich, könnte ich Lyra nicht ein Schwert geben? Rotfluss und Gefahr im Verzug. Das da zum Beispiel. Machen wir das einfach mal. Das ist ein Speer. Das ist auch ein Speer. Den Suchenden behalte ich mal. Ach, der Kaiser. Nee, den wollte ich mal vielleicht auch upgraden. So, jetzt haben wir hier Zeug. Jede Menge. Also hier diese... Wo ist denn die? Da, die eiserne Brustplatte. Die kann auf jeden Fall mal weg. Hier habe ich nichts mehr. Hier habe ich nur Materialien, die ich gern behalten würde. Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Da kann ich mal nur die ruinierten Sachen wegpacken. Und ja, so eine Verkaufstour dauert auch eine Weile. Lederhemd kann weg. Der Helm der Wüterin kann auch weg. Eine ungebrochene Rüstung in Blau. Das heißt, die in Grün kann mal weg. Hut eines Adling kann weg. Händlerhut kann mal weg. Eisenschuhe. Plündererlederstiefel sind genauso gut wie die Hordenstiefel. Was ist mit deinen Stiefeln? Schwere Stoffsandalen brauchen wir auch nicht unbedingt. Stoffarmschienen zu leichte Lederhandschuhen. Nee, schwere nicht unbedingt. Packen wir die beiden leichten Lederhandschuhe mal weg. Handschuhe des Momentums zum Beispiel. Die wären besser. Händlerarmschienen, die können verkauft werden. Der Eisenküras, den behalte ich mal. Kapuze des Weisen.
Nicht so wirklich, kann also auch weg. Handschuhe der Ungebrochenen, davon habe ich so viele, dass ich mal welche verkaufen könnte. Jetzt aber wegen den Schuhen. Plünderer Lederstiefel oder... Was habe ich denn schon an Stiefeln weggetan? Na, nicht wirklich großartig viel. Ich habe halt leider auch keine leichte Rüstung gerade für Landfee. Das sind alles schwere Schuhe. Erholung, aber dafür mehr Abwehr und Absetzverteidigung. Na gut, dann kriegst du die mal angezogen. Das hier ist jetzt immer noch eine komplette Bronze-Rüstung. Fehlt nur Handschuhe. Eine ungebrochene Rüstung. Lederhandschuhe eines Plünderers. Die sind eigentlich sogar besser. Aber Lyra trägt sowas schon. Was ist mit mir? Ich trage gerade solche. Gut. Ah, das heißt... Eigentlich sollte ich ihm das hier geben. Und die einfach mal behalten. So. Und dann verkaufe ich das alles mal. Und gehe jetzt zu den Sendschreiben. Bezüglich der Türme. Dich vorstellen und Zahlung senden. Schicksalsbinder Myotis. Ich bin Schicksalsbinder Brennoe und ich diene derzeit in den Stufen. Vor kurzem habe ich ein Edikt von Kyros gebrochen und ungefähr im selben Atemzug habe ich die ruhenden Energien des Turms des Berges der Stufen erweckt. Als ich meinen alten Mentor Rogalos von diesen Ereignissen berichtete, bestand er darauf, dass ich mich mit dir in Verbindung setze. Er deutet dann, dass deine Weisheit die Seine übertreffe. Wenn das wahr ist, wäre ich ein Narr, den Rat von jemandem, die sogar noch welterfahren ist als Rogalos, nicht zu befolgen. Aber mir ist bewusst, dass Wissen Macht ist und Macht kostet. Ich schicke eine Handvoll Ringe als Studiengeld und Tribut mit diesem Schreiben mit. Eine dürftige Bezahlung für eine angesehene Lehrmeisterin, aber es ist eine beträchtliche Summe für mich. Vielen Dank für deine Kenntnisnahme und ich freue mich auf deine Antwort. Schicksalsbinder Brennoe. Okay, was ist die höfliche? Liebe Schicksalsbinderin Myotis, ich schreibe dir auf Drängen meines Kollegen und Lehrmeisters Schicksalsbinder Rogalos. Er ist am Ende seiner Weisheit angelangt, was bei ihm selten passiert, und legte mir nahe, dass du die einzige Quelle sein könntest, bei der ich die Antworten auf meine Fragen finde. Wäre es dir nicht zu viel Aufwand bereitet für dich, würde es mir wirklich viel bedeuten zu erfahren, was du über Kyros Edikte und die Magie der Türme weißt. Der Turm des Berges in den Stufen erwachte mit meiner Anwesenheit und das passierte nur Augenblicke, nachdem ich ein Edikt von Kyros beendete. Insofern ist es von äußerster Wichtigkeit, dass ich herausfinde, was dort mit mir geschehen ist und was es bedeutet. Nein, nehmen wir lieber das Wissen es macht und abschicken. So, haben wir ja immer noch genügend Münzen übrig. Und haben auch mal wieder ein bisschen Ordnung. Gut. Beric und ich sind kurz vom Level ab. Lyra hinkt echt hinterher, ey. So, Gravenash. Schicksalsbinder. Niemand hat in jüngerer Zeit die Spitze eines Turms erreicht, doch du erklimmst sie einfach, als wären sie nur dazu da, von ihm besetzt zu werden. Was hast du dazu zu sagen? Sie bieten gewisse strategische Vorteile. Ich versuche noch herauszufinden, was das bedeuten könnte. Wenn sie mir helfen, diesen Krieg zu führen, dann solltet ihr keinen Grund zur Klage haben. Ich versuche noch herauszufinden, was das bedeuten könnte. Sie bieten gewisse strategische Vorteile. Nehmen wir mal das obere. Du siehst also nur als taktische Festungen. Vielleicht ist es das Beste so. Welche Macht auch immer die Türme errichtet hat und ihren Bestand sichert, es ist besser, wenn du dich davon nicht ablenken lässt.
Sag mir, was du brauchst, Schicksalsbinder. Ich bin von der Altmauernbresche zurückgekehrt. Er streicht dich über den Bart und grübelt. Du riskierst viel, wenn du diese uralten Ruinen durchsuchst. Obwohl diese Lande nicht völlig dem Reich unterworfen sind, müssen wir uns dennoch an Kyros Gesetz halten, welches das Betreten der Altmauern verbietet. Ich weiß es zu schätzen, dass du im Namen der Religion solche Risiken auf dich nimmst. Naja, ich nehme kein so großes Risiko auf mich, weil ich bin Kyros Gesetz. Wenn ich es für angemessen halte, die Altmauern zu inspizieren, dann tue ich das im Namen Kyros. Wir hoffen nur, dass diese irre Suche nach Erbstücken den Zielen der Eroberung dient. Ich hege den Verdacht, dass selbst Thunon unseren Verstoß vergeben würde, wenn der Krieg davon abhängt. Meint ihr, dass das Schwierigkeiten bedeuten könnte? Ich habe das statthafte Abzeichen erlangt. Damit sollten wir den Windfall überwinden können. Da das Auffinden einer Anstecknadel die Kapazitäten deiner Jesidensoldaten überforderte, sehen wir mal, was ich zustande bringen kann. Ich bin bereit, herauszufinden, ob uns dieses alte Schmuckstück durch Kyros Stürme bringen kann. Ich habe das standhafte Abzeichen erlangt. Damit sollten wir den Windfall überwinden können. Die Ungebrochenen haben klugerweise angenommen, dass Artefakte Kyros Magie umgehen würden. Und wir werden Nutzen aus diesem Weitblick ziehen. Der letzte der Regenten wird sterben und das Edikt der Stürme aufgelöst werden. Die Unterwerfung des unbeugsamen Landes ist schon fast vollständig. Ich bin bereit herauszufinden, ob uns dieses alte Schmuckstück durch Kyros Stürme bringt. You learn something every day.